von unser DSGV Sportwerk Series Nummer 5, also das fünfte Turnier. So, wir haben jetzt hoffentlich die Mikros richtig eingestellt. Freuen uns natürlich über die deutsche Führung 2-1. Aber da ist noch. Weil, wie du schon gesagt hast, die Neta ist sehr groß, macht wenige große Schritte. Die muss auf jeden Fall bewegt werden und unter Druck gesetzt werden, damit Saskia eine Chance hat. Ist vielleicht auch beim letzten Turnier ein bisschen überrascht gewesen, dass die beiden deutschen Mädels und dann insbesondere Saskia so nah dran gewesen ist, dass sie sie auch auf keinen Fall mehr unterschätzen wird und ja, vom Anfang an voll Gas gibt und ja, auf jeden Fall wieder den Turniersieg nach Hause bringen will. Genau, jetzt sieht man auch die Erfahrung, der Mineta bis 6 beide zweimal hinten gelegen hat, hat sich Glück geholt und jetzt auch ausgebaut. Jetzt geht es weiter um die Big Points und schauen wir mal, was sie groß macht. Oh. Thank you. Hand out. 7-9. Schiedsrichter dankt die beiden Spieler noch kurz. Wofür, weiß ich nicht, aber trotzdem lieb, dass er sie kurz dankt. Thank you. Sehr fair von Saskia. Ja, taktisch schlau. 11-9, Game 2, Moskowitsche. Moskowitsche leads one game to love. Es kommt, wie du es eben richtig gesagt hast, Ineta natürlich nur zugute. Gute Qualität, gute Länge. 3, love. Left side, please. Ineta hier. Ja, jetzt natürlich, nachdem sie im ersten Satz zweimal hinten lag, kann sie sich jetzt direkt zu Beginn des Satzes absetzen. Schöner Ball. Wieder Volleybereich ist tödlich. 5-0. Und ja, 1-0 Vorsprung und dann jetzt schon wieder eine Vorsprung. Sie wird natürlich, ihr Selbstbewusstsein wird natürlich wachsen. Handout. Ja, ich habe das Gefühl, dass es brennt noch nicht wirklich. Ne? Es ist noch nicht, das so richtig das Gefühl habe ich auch noch nicht. Also es ist, man merkt nicht unbedingt, dass es ein Finale ist. Ich habe noch das Gefühl, ja, Saskia könnte mehr, tut es aber noch nicht komplett. Ich muss vielleicht auch Lage spielst und du hörst nur den Ball und es gibt keine Zuschauer. 11-2, Game to Moskowitsche. Moskowitsche leads 2 games to love. Ja, das habe ich natürlich gestern auch gemerkt. Bin natürlich gefreut. Stark in jeder aus dem Konzept zu bringen. Ja, das ist natürlich wieder im Halbfeld. Ich muss den Ball definitiv nach hinten kriegen und ja, Shot. Der ist ja direkt. Handout. Wie gewünscht, wow, kriegst du ihn, Finn. Du musst nur fragen und du kriegst es. Dann frage ich jetzt wohl öfter. Da wieder ein paar Fehler von ihr, sieht man nicht so oft. Ja, gute Länge von Saskia. Da muss man sich nicht entschuldigen, weil das sind die Ziele, die man im Training übt und wenn dann da sind sie. Ja. Und wenn man über die Big Points spricht, schreibt mir auch der Norman Junge, bekanntlich der, ja. Bekannt für die Big Points. Genau, bekannt für die Big Points. Ich habe mich eigentlich gedacht, dass er bei diesem Wetter Kaffee trinkt irgendwo draußen im Stadtpark oder so, aber er will das doch nicht vermissen, das Finale hier. Ist doch auch wirklich ein Liebhaber des Spiels. Aber gut, jetzt wieder ein anderer Fehler bei den Big Points. Gute Länge. Freund Simon wird bestimmt zittern zu Hause. Ja, der hat sich gut geholt. Muss sie dranbleiben. Oh. Das ist eins zu viel. 10-9. Gute Working Ready von Ineta.
Oh, ob sie den Satz zumacht oder ob Saskia sich noch einen. Oh, gut geholt, aber. Bleibt in der Rallye, sie bleibt in der Rallye. Oh. Oh. Ja. 11-9, Match 2. Ja, fair von Ineta, dass sie gewonnen. Ja, behält auch in die wichtigen Punkte jetzt erst und dritter Satz. Hier sieht man es in die Statistik. Ich glaube, beide Sätze 9, beide, da behält sie die Nerven und zieht dann vielleicht auf Erfahrung oder Qualität durch. Und damit muss man sagen, ja, richtiger Sieger in diesem Turnier.